finde nicht die Spur von einem Geist und alles ist Dressur. Das Talos-Prinzip. Wie es hier weitergeht. So, hallo und herzlich willkommen zu noch 10 Minuten. Das Talos-Prinzip. Wir versuchen mal die roten Dinger zu spielen. Ein Ventilator über die Unendlichkeit. Klingt schon mal gut. Ein Hilfsbanner. Ein Gemma. Eine Sackgasse. Ich nehme den Gemma und stelle ihn irgendwo hin. War die Tür eben auch schon offen? Ja. Ich schau mal, wie es von oben aussieht. Ja, nichts Besonderes bis hierhin. Also, störe ich mal dieses Kraftfeld und sehe hinten was Blaues und einen Stein. Na, guck mal. Hier ist ja ein Verteiler. Und verbinden. Den Jammer mitnehmen. Und ich hole mir diese Kiste. Und nehme den hier natürlich mit, den Jammer. Kann man ja wohl immer gebrauchen. Ups. Ach komm. Habe ich hier noch was, wo ich den hinziehen kann? Da. Da. Den da hinten sehe ich nicht. Vielleicht sehe ich hier noch was. Nö. Gut, dann stelle ich den mal aus Spaß da drauf. Den aus Spaß hier drauf. Und lass das erstmal so. Du triffst aber nicht. Äußerst schade. Aber das sieht doch schon mal schön aus. Ach so, weil der im Weg ist. Alles klar. Wahrscheinlich ist das mit dem Blauen eh interessanter hier, aber... Okay. Aber das könnte klappen, oder? Wenn ich diese beiden... Und dann komme ich hier nicht durch.
Boah, Alter. Wenn ich den markiere und den markiere. Also, du da und du da. Und dich dann hier drauf stellen. Gib dir Kontakt. Schade. Zu früh. Keine Ahnung, ob das klappen wird. Scheinbar nicht. Diese Palmen irritieren mich immer wieder, wenn die so... Psst. Und nun komme ich nicht mehr rauf. Okay, das war also nicht der Trick. Keine Angst, das kriege ich noch raus. Irgendwann diese Woche. Ich nehme den Jammer mit. Und nehme das hier. Dann kann ich das hier machen. Und ich weiß noch nicht, wozu ich das gemacht habe. Schade drum. Ich kriege hier echt kein Line of Sight hin. Hier gibt es ja auch keine Möglichkeit mehr. Das ist schade. Müsste ja irgendwie an den da rankommen. Am liebsten mit dem Jammer natürlich. Aber ich komme hier nicht durch. Hier habe ich auch nichts übersehen. Es ist immer so nachdenklich und sowas. Hier kriege ich auch keinen hin. Das hilft mir auch nicht sonderlich.
Das ist knifflig. Ich habe ja auch nur diese vier Teile. Fünf. Mein Gott. Alter. Ich bin so damaged. So, alles schön brav wieder zusammensetzen, du da drauf. Du trittst mit dem da in Verbindung und meinetwegen auch mit dem da. Und du machst hoch. Du gehst hier mit auf. Zack. Zack. Steine. Danke. Meiner. Wieder einen geschafft, auch wenn es nicht ganz so glatt ging, wie ich gehofft hatte. Das war der mit der Podest. Den hatte ich auch schon erlegt. Also geht's hier noch zum roten L. Jede Menge Störungen, ja. Bin ich gewohnt inzwischen. Ich hasse die beiden. Genau, den hatte ich schon. Epifoma ist kaputt. Epitaph, Kindprogramm, Codename Samsara ist tot. Hallo Blocker. Gemma. Den Ausgang mit den sympathischen automatischen Geschützen. Ich kann ja erstmal diesen Schlüssel holen für weiß nicht was. Wo habe ich den Jammer hingepackt? Da. Das war zu weit, ich wollte rein. Schlüssel. Für was auch immer. Halt ein. Klops. Fahr weiter, Klops. Was geht eigentlich hier? Nichts, es ist anscheinend nur ein Rückweg. Das war nur eine Gasse. Thank you.
hier von einer Seite. Nee, wirklich, oder? Fuck! Na, das wird ja ein Spaß jetzt. Okay, also, erstens, Gemma holen. Zweitens, Kugel aufhalten. Aber so, dass ich sie sehen kann, bitte. Ich mag dieses Geräusch, warum nicht? Aber egal. Es ist ja jetzt erstmal nur so. Die Schlüssel mitnehmen. Ein Auge drauf werfen, dass man der Webcam nicht schon wieder abseilt. Wäre ja schade drum. Da gebe ich da schon Steuergeld aus und dann geht sie auch noch kaputt. Schade. Gebe ich mir für später auf. Weil nach dem dritten Versuch hat man einfach keine Lust mehr und ich habe keinen Stream mehr. Gehen wir in die Yacht, die es nicht gibt. Naja, gehen wir in eine schöne Gegend. Sag ich doch. Sprich. Okay, dann nicht. Dann genießen wir einfach die Schönheit der Natur. Millionen von Jahren. Aber wir Menschen mit unserer Technologie und unserer Fähigkeit, komplexe Vorgänge zu verstehen und zu manipulieren, haben all dies in wenigen Jahrhunderten verändert. Ich glaube, dass auch das ein Teil davon ist, was die Menschheit definiert. Wir gestalten die Welt in unserem Ebenbild. So erschaffen wir uns und so zerstören wir uns. Danke für diese schönen Worte, die leider viel zu viel Wahrheit ausdrücken. Und ja, meine Webcam ist abgeseilt. Könnte so schön sein und passen. Naja, gucke ich wenigstens gerade in die Kamera. Und nicht so wie gestern.
So, wir haben hier eine Energiequelle. Ich ziehe diese Gegend jetzt noch kurz durch, bevor ich dann den Stream abbreche und meine Webcam richte. Und zwar hin. Oh, schon 12. Verkehrt rum. Den will ich hier lassen. Thank you.
Wasserschloss, da ist das Schloss.